und hat sich mit Kybernetik beschäftigt und hat quasi auf Betreiben von Weiler, Thomas Weiler, sehr schlau, ihn unterstützt, hier zu studieren, erstmal als Gaststudent, um den Computer hier einzubringen. Computer war böse, das sagte zumindest der großartige Künstler Peter Kubelka. Video, auch böse, es musste Super 8-Film sein, es musste metrischer Film sein. Das heißt, er war sehr absolut und dogmatisch, ein echter avantgardistischer Künstler, zugleich ein sehr konservativer, österreichischer, gehörte auch zu einem Knabenkurs und war sehr diszipliniert und vertrat ganz dezidiert eine bestimmte Ästhetik. Und insofern hat der Hanka als Mathematikstudent dann hier fest sich eingebracht und hat den Computer bedient, nicht als Instrument für mögliche Künstlerinnen oder Künstler, sondern erst einmal, um zu sagen, das gibt es heute. Und das ist natürlich sehr nah auch an Weyerle, der ja quasi auch Computerarbeit gemacht hat, bevor es den Computer gab. Und eben habe ich auch in der Einführung an den Weyerle gedacht. Und zwar war das immer eine seiner Lieblingsgeschichten. Der ist in Berlin geboren, aber in Frankfurt aufgewachsen, ganz in der Nachbarschaft von dem Leckermann Kaufhaus da, von dem großen Verbandhaus, und war ein großer Hörer vom AFN. Und erinnert sich sehr wohl, dass das letzte Lied von Elvis Presley, wie der wegging, aus West Germany, wurde unentwegt bei AFN gespielt. Und das war ein Auf Wiedersehen an all die Fräuleins, von denen sich Elvis verabschiedet. Hannelore in Heidelberg on the Rhine. Dann Margarita in Wiesbaden on the Rhine. Und dann gab es eben unter anderem auch, ich weiß es nicht, Brigitte in Frankfurt on the Rhine. Und keiner hätte es gemerkt. Wurde unentwegt gespielt beim AFN. Und man hat es überall gehört, zumindest in Hessen und vielleicht auch im Teil der Thüringen in der DDR. Aber keiner hat es bemerkt, dass es nicht Frankfurt von der Rhein ist, sondern Frankfurt am Main. Das war eben auch schon nachher mit der deutschen Romantik, da fehlt ja auch der Neckar. Das heißt, was ich eben interessant finde, und da haben die, glaube ich, recht, dass es echte Veränderungen in Frankfurt gegeben hat, über die Kultur und speziell auch über die bildende Kunst, die eigentlich relativ eine geringe Rolle spielte, weil Hilmar Hoffmann sich in den Kopf gesetzt hat, ein bisschen pragmatisch, ein bisschen naiv, aber dennoch mit einem unglaublichen Werf, wirklich einem erstaunlichen Willen, das Image von Frankfurt zu transformieren. Erst war es Frankfurt, dann war es Bankfurt, dann war es Frankfurt und er wollte die ehemalige Freie Reichsstadt Frankfurt wieder zu Frankfurt machen. Deswegen auch hier Mainufer und so weiter. Und da erinnere ich mich sehr wohl an Grundsatzdiskussionen. Du kannst nicht einfach ein Museum moderner Kunst machen und glauben, du kaufst dir das ein und dann passiert was. Insofern war die Basis, die hier schon da war, das war ja eine Zwergenschule, aber sie hatte einen unglaublichen Niveau und Anspruch an sich selber und war eine unabhängige Schule, die, wenn auch ein bisschen prekär, aber von der Stadt, von der ehemaligen Freien Reichsstadt Frankfurt finanziert wurde. Und das, glaube ich, ist wichtig, das ist auch im Gesamtzusammenhang wichtig, überhaupt dass zum Beispiel die Buchmesse als große Institution, nicht nur ökonomisch, sondern auch kulturell, nach der Nazizeit wieder stattfinden konnte. Traditionell wäre das ja Leipzig gewesen. Aber es war durch den Fischerverlust und so kommt es zum Beispiel.